Dieses Typenschild ist Verheißung und Anspruch zugleich. Denn schon die ersten M3-Generationen waren Großserienautos für die Rennstrecke. Und der neue hat nochmal ordentlich zugelegt. Erstmals gibt ein Achtzylinder den Ton an. Aus 4 Liter Hubraum kitzelt er 420 PS. Wobei nicht die nackten Zahlen des rund 67.000 Euro Boliden für Begeisterung sorgen, sondern die Vehemenz, mit der sie dargeboten werden. 8 Einzeldrosselklappen sorgen für ein ultraspontanes Ansprechverhalten. Dank Hochdrehzahlkonzept liegt die maximale Leistung erst bei 8.300 Umdrehungen an. Bis dahin schiebt der M3 an, als gäbe es kein Morgen. Angefangen hat alles 1986 mit dem E30. Damals sorgte ein Vierzylinder mit 195 PS für eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. 1992 begann die Sechszylinder-Ära. Der E36 leistete 286 PS, der E46 folgte mit 343 Pferdestärken. Schon die Vorgänger waren keine Schwächlinge, doch der neue M3 toppt sie locker. Gerade mal 4,8 Sekunden dauert der Sprint bis 100 km/h. Tempo 200 liegt nach rund 16 Sekunden an. 280 statt 250 km/h mögliche Höchstgeschwindigkeit kosten 2.450 Euro extra. Das ist richtig frech, auch wenn ein Fahrtraining inklusive ist. Zusätzliche Lufteinlässe, aerodynamischer Feinschliff, dazu eine Kraftbeule auf der Motorhaube. Understatement war noch nie M3-Sache. Das serienmäßige Carbondach reduziert das Gesamtgewicht um 5 Kilogramm und senkt gleichzeitig den Fahrzeugschwerpunkt. Auch sonst wurde der M3 auf Diät gesetzt, trotzdem hat er über 1,6 Tonnen auf den Rippen. Auf der Rundstrecke merkt man davon aber wenig. Die Sportreifen beißen sich in den Asphalt. Die variable Differentialsperre hält das Heck im Zaun und der metallisch sägende Achtzylinder treibt den M3 von Kurve zu Kurve. Auch das hochsensible Fahrwerk und die chirurgische Lenkung sind allererste Güte. Allerdings ist der Münchner kein Kostverächter. Mit durchschnittlich 15 Liter Super Plus sollte man rechnen. Innen gleicht der Überdreier bis auf wenige Details seinen zivilen Brüdern. Trotz Sportbestuhlung steht er ihnen auch beim Sitzkomfort in nichts nach. Für 2.420 Euro extra lässt sich die Dämpferhärte, das Motoransprechverhalten und die Lenkung individuell konfigurieren und per Knopfdruck abrufen. Im Komfortmodus verlieren Fahrwerk und Motor ihre Nervosität. Der BMW wird zum urbanen Alltagsbegleiter und bekommt, wie schon der Ur-M3 vor 21 Jahren, überall anerkennende Blicke.